wenn wir jetzt als ehrliche Freunde ihnen entgegentreten würden, wenn wir sie jetzt hier willkommen heißen, wenn wir jetzt hier wirklich helfen, denn die Erfahrung in der arabischen Welt mit uns war nicht immer so positiv. Wenn wir das aber jetzt machen würden, das ist eine strategische Frage, was würde das heißen für das Verhältnis zwischen den Kontinenten, zwischen Europa und der arabischen Welt in der nächsten Generation? Das wäre völlig neu, weil es Beziehungen gibt, weil es Freundschaften gibt, weil es Ehen gibt, weil es alles Mögliche gibt. Und ich finde, wir haben jetzt eine ganz große Chance, dass wir dazu übergehen, zu so einem neuen nachbarschaftlichen Verhältnis. Und dafür würde ich gerne was beitragen. Und wir denken, dass wir damit, dass wir hier zu Menschen nett sind, ja, blöd, ne? So gut wir das eben können, aber auch ehrlich sind, dass wir daran mithelfen, zu bauen an einem neuen, freundlicheren Europa. Jawohl, das ist unser Plan.